Hey Leute und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Heute werdet ihr den letzten Part von Tänzer regiert auf BTS-Tänze, K-Pop sehen. Es hat lange gedauert, aber jetzt ist endlich auch der letzte Teil da. Falls ihr die ersten beiden Teile noch nicht geguckt habt, guckt die gerne, weil die waren echt interessant. Muss ich auch selber zugeben, fand ich sehr interessant. Und genau, bevor es aber losgeht, ein kurzer Disclaimer. Es wäre super, wenn ihr kurz, entweder in der Videobeschreibung, Insta oder TikTok in der Bio auf diesen Link klickt. Der führt euch nämlich zu einem Google-Formular, was ich angefertigt habe, damit ich euch ein bisschen besser kennenlerne. Und es hilft mir, gewisse Sachen für die Zukunft zu planen. Stay tuned to find out what. Aber genau, deswegen, ich sag mal so, wenn ihr euch die Zeit jetzt kurz nehmt, dieses Formular ausfüllt und abschickt, wird es im Endeffekt für euch gut sein. Ihr werdet dann verstehen, wieso es gut für euch war. Aber ja, deswegen, falls ihr das noch nicht gemacht habt, macht's gerne. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Erstmal DNA und dann On. DNA. Damit du auch mal so ein K-Pop-Musikvideo gesehen hast. Okay. Also ich liebe dieses Video. Ich weiß nicht wieso. Irgendwas catcht mich daran. Kein Plan was. Bestimmt genauso geistkrank gut gemacht wie die anderen auch. Es fängt schon so an, weißt du, in der Galaxy. Galaxy kam aus einem Auge, weißt du. Ich liebe sowas, ich weiß nicht warum. Das ist schon ein sexy Anfang auf jeden Fall. Das ist schon krass. Ey! Ich kenne die Choreo. Woher? Hä? Ich kenne die Choreo. Echt? Warte mal, steht der Choreograf da dabei? Meistens sind Credits drin, ja. Da. Ich habe die Choreo schon gesehen. Echt? Keone und Mary sind meine. Also Keone ist mein absoluter Favorite Choreograf auf der ganzen Welt. Krass. Und ich folge dem und ich habe gesehen, wie er die Choreo gemacht hat. Das ist cool. Aber da ist doch erkannt, Das ist Alter, ja das ganz ist krank. krass. Also kenne ich BTS. Oh. Krank. Ja, safe, der kann auf jeden Fall gucken. Alter, das ist geil gemacht. Was haben sie im Hintergrund? Ne? Gleich wechselt doch der, also die Tanzerin trotzdem draußen, aber nicht vor der gelben Wand, sondern woanders, oder? Ja, Mann. Alter, was? Das ist geil gemacht, ne? Ich kenne es. Echt? Angus kennt BTS, was? Genau das meine ich. Wir haben es schon wieder geschafft. Oh. Wir haben den zweiten Song geschafft, Leute! Ich bekomme so selten Gänsehaut. Die Stelle kannte ich. Das da. Ja, Mann, doch, ich kenne den Song sogar. Krass. Sie haben schon wieder ihre Haarfarben geändert. Dass die Haar. Sugar hat drei Haarfarben in einem Video. Digga, wie krank. Das ist eigentlich eine Haarfarbe. Blau, blond und orange. Nee, nur. Nur blau. Achso, waren es andere wieder. Oh mein Gott. Leute, please don't judge me. Ich dachte, war alles Sugar gerade. Wir vergeben. Also dafür, dass du überhaupt schon ein paar Namen kennst, das ist schon krank. Schon gut, oder? Alter, ja. Also wirklich. Props. Digga. Wie findest du den? Das war doch, war das nicht eben wie? Nee, das war der andere. Der andere, den ich fresh finde, oder? Über den hast du noch nicht geredet, deswegen frage ich. Aha, Secret Boy. Wer ist das? Jin. Jin. Der Älteste. Jin Kazama.
Man nennt ihn auch Mr. Worldwide Handsome, you know? Ich muss sagen, ist auch ein sexy Motherfucker. Ich darf es nicht sagen. Das ist echt ein sehr hübscher junger Mann. Bitte, der ist fresh. Es ist einfach so viel Qualität da hinten dran. Allein diese Übergänge, wie smooth die sind. Gerade waren die in der Galaxie, jetzt sind die wieder hier. Ja, Mann. Kein Wunder, dass sie so erfolgreich sind. Ohne Scheiß kein Wunder, aber es ist auch voll verdient. Ohne Scheiß. Komm verdient. Den ihr können ist. Out of this world. Ohne Scheiß. Es ist krank. Es ist krank, krank, krank. Das ist schön. Jimin ist irgendwie so ein cuter Boy. Okay, er beschreibt sich auch immer selber als cute, sexy, lovely. Ich denke, auch das, Fesse, guck mal, das finde ich auch voll schwer. Ab diesem, mit so, das ist wieder so Kopf, Arme, Beine, weißt du? Ja. Mit Füßen, das ist krank. Komplett Keoni einfach. Leute, ich bin ehrlich begeistert. Sorry, wenn ich nicht so viel rede, aber ich bin legit schock ein bisschen. Ich find's krass, dass du Gänsehaut einfach hattest. Ich bin echt ein bisschen schock. Ist schon krank. Ist schon legit krank, krank, krank. Ist einfach so eine ganz andere Welt, von der viele gar nicht wissen, ne? So diese K-Pop-Welt. Ich kann's nicht. Ich kann das nicht. Wie viel Aufruf hat dieses Video? Ich kann's nicht mal lesen. Das ist die Zahl ist Milliarde. Zu groß, ja. Die Zahl ist wieder eine Milliarde Aufrufe. Warte. Ich habe gerade so versucht, die Zahlen zu zählen. Ich war so, Alter, das hört nicht mehr auf, Mann. 1,2 Milliarden. Warte. Ach, du Scheiße. Aber Boy With Love hatte auch viele. Also eine Milliarde hat Dynamite Can't You Save. 'Cause I'm in the snack. Das ist von denen. Ja, das ist von denen. What? Ein englisches Lied haben die gemacht. Das ist voll geil. Ich dachte, das ist so von jemandem wie so, keine Ahnung, wie diese Radio-Jungs halt sind, diese Engländer, halt so Ed Sheeran-mäßiger irgendwie so. Und dachte, ich war das. Wie krass. Also On gucken wir uns auf jeden Fall an. Okay, Anne, du entscheidest. Entweder Dionysus, das Trainingsvideo, oder Dope, also Nanjong Charodum, egal. Ja. Oder Blood, Sweat and Tears würde ich nicht machen. Oder Boy With Love. Ich finde die Choreo von Boy With Love gar nicht so krass, oder? Finde ich auch nicht. Also ich finde... Ich würde eher sowas wie der Jitter kommen. Da ist gar kein Tanz dabei, aber super. Ja, Ohren machen wir auf jeden Fall. Ist geil. Aber was sind die Trainingsvideos, die auch so auf den Tischen und sowas sind? Meinst du das im Burberian? Das ist Dionysos. Dionysos. Wo die so am Tisch. Ja, das ist Dionysos. Okay, dann gucken wir On und Dionysos. Guck mal, wie geil, deshalb wärst du jetzt einer von denen. Das meine ich, wäre sowas von safe dabei. Ich würde so, komm, mein Leben leben. Dün, safe, komplett. Die waren nicht mal welche von den Tänzern gerade vorne. Ach so, nee, das waren die Backup-Tänzer. Ich fand es trotzdem so fresh. Ich war gerade, wer kommt da aus dem T-Shirt raus? Ich so, what the fuck, was ist das denn dann? Und dann sitzen die da. Sugar ist so klein, Mann. Denn sein Hut ist viel zu groß für seinen Kopf. Ist es ein Burberry-Trainingsanzug? Ich weiß, es sieht so aus. Läuft bei ihm auf jeden Fall. Das kenne ich auch irgendwoher. Kann sein, dass ich dir das schon mal gezeigt habe. Das ist fresh as fuck, man. Sugar, let's go! Okay, also ganz kurz. MKs müssen mir gefallen tun.
Wir müssen dafür sorgen, dass diese Madame ganz viele Follower bekommt, dass denen ihre Agentur das Video sieht und ich für die tanzen darf. Danke! Die sind so fresh. Boah, Alter, würdest du da tanzen? Ich würde mich in deinem Gepäck verstecken. Surprise! Ich schwöre. Oh Mann. Aber es wäre richtig geil. Bewirb dich doch mal. Vielleicht überleg mir, die kommen nach Deutschland und ich tanze für die. Alter, das wäre krank. Gam, gam. So satisfying, man. Wie clean das ist, ne? Mit so vielen Leuten. Das ist so krass. Let's go. Dance break. War er nicht eben noch da? Fresh Wechsel. Da hat J-Hope fresh getanzt. Okay. Ah, ne, von Anfang. Guck mal, jetzt von der Seite. Oh, was? Sexy as fuck. Let's go, V! Who is that? Jimin. Jimin. Drop the Bias! Koreanische Version von Drop the Bass. Drop the Bias! Da will ich mir, glaube ich, an die Schulter ausgucken. Also sieht man die Markierungen. Interessant. Ja. Dionysos! Das ist krank. Hut ab. Richtig krank. So war das, gell? Und dann mit den Beinen. Ja. Letztes Video. Bist du bereit? Okay, Leute. Schaffen wir es, um die Gänse zu geben? We don't know yet. We will see soon. Okay. Man muss auch mal Props an die anderen Tänzer geben, wirklich. Das war das erste Mal, dass ich das reagiert, wo ich sage, sheesh, weil das war ein kranker Effekt. Wir müssen auch mal Props an die anderen Tänzer geben, nicht nur an BTS. Krank. Wieder so viele Tänzer, Mann, let's go! Und es hat Sienna choreografiert. Digga, ist ja ein scheiß Genie.
Warte mal ganz kurz. Fanden die trotzdem dieses andere anstrengender als das? Nee, das. Also ich glaube, also On hat Idol also übertroffen. Ja. Weil das Schwierige ist nicht, das auszufinden, sondern zu atmen. Wenn du aufhörst zu atmen, ist es so schnell tot. Und wie kommt aber ein Kaugummi? Ich würde kollabieren, Alter. Ich würde sterben. Krank. Das heißt, er muss so eine kranke Ausdauer haben. Sugar! Warte, das ist mir noch nie aufgefallen, aber das ist richtig satisfying. Alter, deine Hintergründe sind schon geil. Seine Stimme ist ja so hoch, Mann. Boah, es ist fresh, Mann. Das war ein richtig sexy Wechsel gerade. Sein Jump out of nowhere, Alter. Aber die meinten die auch schreien, Mann. Ja, meinten auch, dass sie das voll süß und voll nett von denen fanden, dass sie das so geschrien haben, dass sie das voll motiviert hat und so. Genau. Oh, das ist fresh! Krank. Ich glaube, da möchtest du einfach nicht. Wir haben es geschafft. Drittes Mal, Leute! Nur mit BTS-Videos. Wir haben es geschafft. Das ist schon krass. Ich würde mal sagen, das mit Abstand, mit weitem Abstand, mein Favorite von allen. Ja, und? Mit weitem Abstand. Das ist das krankste Video von allen. Größtes Shout an jeden Tänzer und Sienna Dalau. Das ist geisteskrank. Das ist einfach genial. Und die Jungs sind hängen geblieben. Ich finde es krass, dass sie überhaupt die Ausdauer haben, so lange. Ja, das ist krank. Und noch dabei singen zu müssen. Wie soll das funktionieren? Krank. Und vor allem, nicht mal am Ende machen die Moves nur halb, weißt du? Ja. Die ziehen halt trotzdem durch. Voll krank. Das ist krank. Leute, das ist das beste Video mit Abstand von allen. Das ist geisteskrank. Gut, dass wir es als letztes gemacht haben. Das ist mit Abstand das krankste Video von allen. Aber die haben auch gesagt, dass das die schwierigste Choreo war. Ja, also nach... Safe! Das ist richtig Kreislauf-Kollaps. Komplett. Ja, und das ist so krass, dass wir das und der eine hat noch so hoch gesungen. Und er muss so hoch singen zwischendrin, wo er durchläuft. Ja, JK. JK. Ja, wir haben uns jetzt also, Leute. 1 Million BTS-Videos angeguckt. Dein Favorite-Video war On. On. Dein Favorite-Member. Man nennt es auch Bias. Wer ist dein Bias? Mein Bias. Der Freshste. Alle Zeit. Der Freshste ist wie. Muss okay, sagen. Und du darfst auch einen Bias-Wrecker haben, also einen zweiten. Einen zweiten Liebsten. Mein Safe Sugar. War echt? Safe. Ich hätte jetzt gesagt, du sagst JK oder Jimin. Jimin war der Hübschling, oder?
Ja, das war der, der in diesem Slow-Musikvideo, der dir gefallen hat, wo der vom Tanzen Ei gecatcht hatte. Der war vom Tanzen geisteskrank. Und JK war weiß, der, den warum. Du in jedem Video gefeiert hast eigentlich. Ja, warum feiere ich den? Darf man noch drei haben? So viele du willst. Ich finde, Wie ist einfach fresh. Wie war nicht der beste Tänzer, aber er konnte tanzen, er konnte singen, er konnte alles machen, er war einfach super fresh. Sein Gesamtpaket. Das ist einfach so ein Vibe, ne? Ja, sein Vibe, sein Gesamtpaket ist einfach fresh. Sugar. Ja, ja, Sugar ist einfach ein fresher Typ, weil er rappen kann. Und dem, wo mir auch die ganze Zeit gefallen hat, JK. JK ist auch fresh. Die drei sind meine Faves. Aber die Frage ist: Einblendung, wer ist Moishas Fave? So, würdest du sagen, die sind gute Tänzer? Safe. 100%. Geistkrank. Die sind krank als Beyoncé. Spaß. Anu ist der größte Beyoncé-Fan, den es gibt. Aber die sind krank. Weil die können alles. Die haben ein Gesamtpaket. Deswegen, Leute, folgt ihm, supportet ihn. Und wir müssen es hinkriegen, dass er Backup-Dancer wird bei Hype. Okay? Leute, schaffen wir das? Safe schaffen wir das. Aber danke fürs Zugucken. Ja, lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommentar da. Nicht gerne, Digga, lasst ein Like da, jetzt sofort. Ihr habt das ganze Video gesehen, ihr seid MK-Members und wenn nicht, werdet ihr es jetzt. Ihr liked jetzt das Video, ihr kommentiert jetzt das Video. MKs, boom, ihr liked das Video, kommentiert es, lasst Liebe da, weil Moishi gibt sich sehr viel Effort da rein, seid euch sehr lieb. Und Amts hat sich auch Zeit genommen, über 1,5 Stunden sind wir schon am Film. Yes, und wenn es euch gefallen hat, lasst Liebe da, bitte, wäre sehr schön von euch. Schickt es euren Freunden. Sorgt dafür, dass Moisha viel Credits dafür bekommt. Bye bye! Habt einen schönen Abend oder Tag, was auch immer ihr macht. Viel Spaß! Bye bye!